Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 4. Ja, und im Tagesordnungspunkt 4, da geht es um einen Antrag der FDP, Mindestlohndokumentation vereinfachen, Bürokratie abbauen. Die FDP-Fraktion kritisiert die Dokumentation der Arbeitszeit, wie sie das Mindestlohngesetz vorschreibt, als zu aufwendig und zu bürokratisch. Sie verlangt von der Bundesregierung, einen Gesetzentwurf vorzulegen, in dem festgelegt werden soll, dass die Dokumentation der Arbeitszeit nur für jene im Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz genannten Wirtschaftsbereiche gelten soll und nicht mehr für alle Betriebe. Vor allen Dingen kleine und mittelständische Betriebe in anderen Branchen verlieren viel Zeit und viele Möglichkeiten durch die lückenlose Dokumentation der Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter. Das ist die Kritik. Thomas Kemmerich von der FDP wird das jetzt näher ausführen. Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste hier im Saal oder auf sonstigen Kanälen. Mit dem Antrag zur Reduzierung von Bürokratie übernimmt einmal mehr die Freien Demokraten die Hausaufgaben der Bundesregierung. Der deutsche Mittelstand benötigt mal wieder einen Vertrauensbeweis der Politik, und wir machen ein konkretes Lösungsangebot. Dies scheint umso mehr geboten nach der Diskussion der letzten Stunde, die zeigt, dass sie dem Mittelstand mehr misstrauen als vertrauen. Der Bürokratieaufwand für deutsche Unternehmen für Berichtspflichten an den Staat beträgt nahezu 50 Milliarden Euro im Jahr. 70% der Betriebe beklagen über einen weiterhin gestiegenen bürokratischen Aufwand. Das ist neben dem Mangel an Fachkräften die Hauptsorge der deutschen kleinen und mittelständischen Unternehmen. Umweltauflagen, Statistiken, dies auch mehrfach, Mülltrennung, Achtung von Menschenrechten, Bekämpfung von Korruption, Datenschutzgrundverordnung. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem all, was die Mittelständler zu tun und zu erledigen haben, neben oder vor allen Dingen anstatt ihrer eigentlichen Aufgabe, nämlich ihrem Job nachzukommen. Bei der Mindestlohndokumentation fußt die ganze Regelung auf § 17 des Mindestlohngesetzes. Das heißt, Beginn, Ende und Dauer der Arbeitszeit sind binnen 7 Tagen nach Ende des Arbeitstages zu erfassen und das 2 Jahre aufzubewahren. Wir halten das für völlig überbordet. Es gibt die Vorschrift nach § 108 Gewerbeordnung, die vorsieht, dass jeder einen Arbeitszeitnachweis und einen entsprechenden Entgeltnachweis zu fertigen hat. Dieser geschieht einmal im Monat, und jeder, der des Dreisatzes mächtig ist, kann durch eine Division von Bruttolohn und Arbeitszeit den Stundenlohn ermitteln. Das halten wir für mehr als ausreichend und kommt dem auch nach, was kleine und mittelständische Betriebe leisten können. Betroffen sind nahezu alle Kleinstunternehmen, mittelständische Unternehmen, alle, die Minijobs anbieten in diesem Markt, alle unterliegen hier der vollen Kontrolle. Und gerade die kleinen Unternehmen sind oftmals nicht in der Lage, aufgrund von größeren Datenmengen, aufgrund von größeren Abteilungen, sie machen das eher am Wochenende nach ihrer Arbeitszeit, zulasten ihrer Freizeit, zulasten ihrer Familien. Auch das muss aufhören, denn drakonische Strafen drohen hier bis zu 30.000 Euro. Im Einzelfall, ich sage, das ist unangemessen. Die Mindestlohnkommission hat berichtet, dass 92% sich an das Gesetz halten, dass bei Verstößen 50% nur auf fehlerhafte Dokumentationen zurückgehen. Also bei der Mindestlohnzahlung ist es gar nicht das große Problem. Ganz im Gegenteil, wir haben es eben gehört, es stehen bewaffnete Einheiten des Hauptzollamts in Backstuben, in kleinen Gastgewerben. Hier ist das auch schon passiert. Hier wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das ist nicht mehr hinnehmbar. Woher kommt das Misstrauen der Politik, dass Unternehmen entweder Mitarbeiter hintergehen, die Kunden ausbeuten oder den Staat von Steuern betrügen? Wir brauchen Vertrauen. Und wenn der Mittelstand das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bleiben soll oder wieder werden sollte, dann müssen wir ihn stärken. Die Konjunkturprognosen zeigen nach unten. Eine Rezession, die Gefahrenrezession, steht vor der Tür. Es finden sich keine Unternehmensnachfolger. Es finden sich zunehmend zu wenig Unternehmensgründer. Es macht keinen Spaß mehr, Unternehmer zu sein, zu bleiben oder zu werden. Lösungen der Großen Koalition. Fehlanzeige. Wir brauchen Rahmenbedingungen, die genau diese Attraktivität wiederherstellt, damit der Mittelstand wieder Spaß am Unternehmertum hat. Aber statt industrieller, sozialistischer Industriepolitik, Herr Bundesminister, den ich vergeblich suche, Herr Staatssekretär Hirte, nehmen Sie es mit, Ihnen ist der ordnungspolitische Kompass abhandengekommen. Ich habe einen dabei, den gebe ich Ihnen gerne gleich für Ihren Minister. Wir sollten keine Angst vor Investoren aus dem Ausland haben, vor chinesischen Investoren. Nein, wir sollten Angst vor unserem Misstrauen haben
gegenüber den mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmern, dass sie Kunden, Mitarbeiter und Finanzentrenter gehen. Und wenn wir diese Angst überwunden haben, Mut haben und Vertrauen geben, dann kann der Mittelstand seiner eigentlichen Aufgabe wieder nachkommen, nämlich für Wohlstand und Wachstum in diesem Lande sorgen. Vielen Dank. Thomas Kemmerich war das. Bürokratieabbau bei der Mindestlohndokumentation, das ist der Antrag der FDP. Der nächste Redner in der Debatte, Matthias Zimmer für die CDU-CSU. Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Kollege Kemmerich hat, wenn ich das eben richtig mitbekommen habe, gesagt, einer der bürokratischen Aufwände sei die Achtung der Menschenrechte. Ich hoffe, dass das nicht stimmt, Herr Kollege Kemmerich. Die Achtung der Menschenrechte sollte für alle Unternehmen in Deutschland kein bürokratischer Aufwand, sondern eine Selbstverständlichkeit sein. Meine Damen und Herren, der Antrag der FDP formuliert fröhlich drauf los, die Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes hätte zu erheblichen bürokratischen Belastungen für die Wirtschaft geführt. Besonders bürokratisch und aufwendig, schreibt der Antrag, sei die Dokumentation der Arbeitszeit. Und zwar deshalb, weil Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit aufzuzeichnen seien. Nun war ich selbst mal Arbeitnehmer und habe meine Arbeitszeiten ebenfalls erfassen müssen. Es hat mich etwa 7 Sekunden pro Tag gekostet. So sieht ein liberales Bürokratiemonster aus, meine Damen und Herren, das besonders aufwendig ist. Nicht mal 10 Sekunden Arbeitszeit pro Tag, wenn ich diejenigen noch mit reinberechne, die besondere Probleme beim Aufaddieren der Arbeitszeiten haben. Das ist, wenn der politische Liberalismus sich darin erschöpft, diese Bürokratiemonster zu töten, dann hat er seine historische Berechtigung längst überlebt. Meine Damen und Herren, der Antrag der FDP erwähnt, dass 92% der Arbeitgeberprüfungen keine Beanstandung der Dokumentationspflicht ergeben hätten. Daraus ergibt sich zweierlei. Offenbar stellt für 92% der Überprüften die Dokumentation kein unüberwindbares Hindernis dar, denn es gab keine Beanstandungen und die kommen damit irgendwie klar. Und zweitens war das bei 8% nicht der Fall. Und da argumentiert die FDP, 8%, das ist so wenig, da ist es unfair, wenn wir die restlichen 92% mit in Haftung nehmen. Lasst uns also die Regeln lockern. Das ist liberale wirtschaftspolitische Logik. Ich will es einmal deutlich machen. Wir haben bei 3% von Hartz-IV-Beziehern Sanktionen und finden das auch richtig. Hier reden wir über 8% von überprüften Arbeitgebern, und das soll dann nicht in Ordnung sein. So stellt sich der Verdacht ein, meine Damen und Herren. Der FDP geht es nicht darum, die Ehrlichen zu verteidigen, sondern zum Schutzpatron der Unehrlichen zu werden. Schauen wir uns die neuesten Zahlen aus der Jahresstatistik des Zolls einmal an. 2018. Die Prüfung der Arbeitgeber ist in den Jahren von 2016 bis 2018 deutlich angestiegen, von 40 auf knapp 54.000. Offenbar wurde da auch mehr gefunden, denn die Ermittlungsverfahren wegen Straftaten aus diesen Prüfungen sind ebenso angestiegen wie die Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten. Darunter fallen auch Verstöße gegen das Mindestlohnsgesetz. Wir haben bei der Erarbeitung des Mindestlohngesetzes keinen zahnlosen Tiger schaffen wollen, sondern wir haben sehr deutlich gesagt, also es wäre schön, wenn die FDP auch mal zuhören würde, da könnte die vielleicht auch noch was lernen. Sie waren damals nämlich nicht bei der Erarbeitung des Mindestlohngesetzes im Deutschen Bundestag vertreten, und Ihr Antrag zeigt das, dass Sie von vielen daraus nicht verstehen, was wir damals beschlossen haben. Wir haben damals gesagt, das Mindestlohngesetz gilt und wer betrügt, wird bestraft. Der Wettbewerb darf damit nicht geführt werden, dass man den Mindestlohn unterschreitet. Und gerade die Ehrlichen haben auch ein Anrecht darauf, dass der Staat den fairen Wettbewerb schützt. Auch mit Kontrollen aufgrund der Erfassung der täglichen Arbeitszeiten. Ein wenig kommt mir der Antrag der FDP hier vor, wie das Prinzip freie Fahrt für freie Bürger auf den Wettbewerb zu übertragen. Das kann nicht funktionieren.
Nehmen wir ein weiteres Beispiel. Wir haben damals den Schwellenwert auf 2.958 Euro angesetzt. Die FDP will ihn auf 2.000 Euro herabsetzen. Der Schwellenwert ergab sich damals daraus, dass man angenommen hat, es werde mit Genehmigung der Arbeitsschutzbehörde und unter zulässiger Nutzung von Sonntagsarbeit ein Volumen von 348 Arbeitsstunden erreicht. Und diese mit 8,50 Euro vergolten, macht einen oberen Schwellenwert von 2.958 Euro. Die Idee dahinter war, damit missbräuchlichen Arbeitsgestaltungen entgegenzuwirken, Herr Kollege Kemmerich, und das ist kein Schwachsinn, wenn wir wollen, dass nicht missbräuchlich Arbeit gemacht wird. Nein, das ist nicht so, Herr lieber Herr Kemmerich. Nun will die FDP den Schwellenwert deutlich senken, obwohl der Mindestlohn bisher seither gestiegen ist. Das kann auch nicht funktionieren, und ich frage mich, was da in Sie gefahren ist. Es kann im Übrigen auch nicht funktionieren, wenn jetzt versucht wird, den Mindestlohn politisch nach oben zu schrauben. Ich bin mir sicher, der Mindestlohn wird einmal irgendwann 12 Euro betragen. Aber das wird nicht dadurch passieren, dass die Politik in die Lohnfindung eingreift, sondern dadurch, dass die Mindestlohnkommission klug und weitsichtig den Mindestlohn nach jenen Parametern festlegt, die wirtschaftlich auch sinnvoll sind. Es kann doch nicht sein, dass wir die Einführung des Mindestlohns als sozialpolitische Großtat gefeiert haben und nur später ein zentrales Element dieses Mindestlohns wieder abgeräumt werden soll, nämlich die Festlegung des Mindestlohns durch eine Kommission. Ich finde im Allgemeinen unseren Koalitionspartner ja klug und weitsichtig. Aber wieso die Politik klüger und weitsichtiger sein soll als die Tarifparteien, das hat sich mir noch nie erschlossen, lieber Kollege Rützel. Dass die Linke einen politischen Mindestlohn fordert, ist doch klar. Die tragen keine Verantwortung, werden es wohl auch nie tun und können jeden Tag so tun, als ob im Himmel Weihnachten gefeiert wird. Dass sie der FDP ganz nahe sind, die tragen auch keine Verantwortung und erklären sich zum Drachentöter der Mühseligen und Beladenen, die gerne betrügen möchten, aber wegen der guten Kontrolldichte eines guten Gesetzes sich nicht zurecht trauen. Wir werden dieses Gesetz nicht verändern, dazu steht keine Notwendigkeit, aber wir werden den Antrag der FDP ablehnen, dazu besteht jede Notwendigkeit. Und im Geiste Ihres Vorsitzenden Christian Lindner möchte ich Ihnen zurufen, lieber keinen Gesetzesvorschlag einbringen als einen schlechten. Matthias Zimmer war das, der sich hier mit dem Antrag der FDP und mit der FDP im Besonderen doch auseinandersetzte. Jürgen Pohl jetzt, Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales für die AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, werte Kollegen! Die FDP stellt einen ihrer typischen Anträge, diesmal auf Abänderung des Mindestlohns. Wie üblich finden wir da die neoliberalen Floskeln Flexibilisierung, Deregulierung, Entbürokratisierung. Es sind immer die gleichen Schlagworte, die Sie verwenden, wenn es darum geht, die Interessen der Arbeitnehmer auszuhöhlen. Sie waren gegen die Einführung des Mindestlohns. Sie konnten ihn nicht verhindern. Jetzt reden Sie von Entbürokratisierung. Sagen Sie doch gleich, dass Sie diesen Antrag als Korrektiv nutzen wollen, um durch die Hintertür am Mindestlohn zu arbeiten. Ich frage Sie, wissen Sie denn eigentlich, wer von der de facto Abschaffung des Mindestlohnes, also jetzt noch von den Dokumentationspflichten profitiert? Ich kann es Ihnen sagen, es sind die großen Konzerne, insbesondere beim Bau, Hotellerie und Versandgewerbe. Nur diese Großkonzerne sind in der Lage, durch ihre Marktmacht den Preis und letztendlich den Lohndruck zum Beispiel an die Paketindustrie, also an die Paketdienste und die dort prekär Beschäftigten weiterzugeben. Diese Versandkonzerne bieten kostenlose Lieferung und Abholung ihrer Handelsware an. Und Sie als Wirtschaftspartei, vermeintliche Wirtschaftspartei, wissen doch, so etwas wie kostenlos existiert nicht. Die Kosten tragen nur andere, einerseits die Paket- und Kurierdienste und andere, die unter den oft erbärmlichen Bedingungen, die dort arbeiten.
Stimmt, die Paketdienste, die finden das nicht lustig. Sie hatten ja, Herr Kollege Kemmerich, gesagt, das machte denen macht es keinen Spaß, unter diesem Druck zu arbeiten. Und wenn Sie die Dokumentationspflichten abschaffen, haben Sie den Antrag auch mal gelesen? Ja, lesen Sie mal. Wir kommen drauf. Schauen wir uns mal Ihren Antrag mal im Detail an. Es ist richtig, dass 8% bei Arbeitgeberprüfungen ein Verstoß der Dokumentationspflichten festgestellt wurde. Nun haben wir uns den zweiten Bericht zu den Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns einfach mal genommen und gelesen. Sie wahrscheinlich nicht. Denn es fand nämlich erstens ein deutlicher Rückgang der Kontrollen parallel zur Einführung des Mindestlohns statt, aus diesem Bericht heraus. Zweitens, in 20% der Fälle wurden Strafverfahren eingeleitet, die noch nicht abgeschlossen waren. Der Kollege Zimmer hat darauf hingewiesen, auf diese Problematik, die in Ihre Statistik gar nicht hineinfließen. Und es kommen weitere 8% der Fälle hinzu für Mindestlohnverstöße in Branchen, wo ein Branchenmindestlohn existiert und die nicht formal unter dem Mindestlohngesetz fallen. In der Summe ca. 36% Verstöße bezogen auf die Kontrollen. Nicht 8, wie Sie sagen. Und ich weise noch mal darauf hin, dass ein massiver Rückgang auf die Kontrolldichte stattgefunden hat. Also das heißt, Ihre 8% müssen wirklich hinterfragt werden. Da frage ich Sie, wie bei relativ geringer Kontrolldichte mehr als ein Drittel der Arbeitgeber gegen diese Dokumentationspflichten verstoßen und wie hoch ist dann die Dunkelziffer, die wir beachten müssen. Am 8. Februar diesen Jahres hat das Hauptzollamt Köln in einer bundesweiten Aktion eine ungeheuerliche Zahl von Mindestlohnverstößen festgestellt. Bei 540 überprüften Personen gab es 220 Hinweise auf Mindestlohnverstöße. Das sind 40% und nicht 8%, wie Sie vortragen. Es besteht Handlungsbedarf und keinesfalls bei der Verwässerung der Dokumentationspflicht. Sie mögen Recht haben. Sie mögen Recht haben, dass kleine und mittelständische Unternehmen im Bereich der Mindestlohnbürokratie und dem Vergaberecht Probleme haben und dass dort der Druck zu hoch ist. Da müssen wir ran, da müssen wir die rechtliche Regelung ändern, aber keinesfalls die Dokumentationspflicht. Meine Damen und Herren, seit Jahrzehnten und spätestens seit den Lambsdorff-Papieren Anfang der 80er Jahre steht die FDP für die Entlastung der Großunternehmen und für die Belastung der arbeitenden Menschen und für die Belastung des kleinen Mittelstandes. Ich kann nur sagen, Gott sei Dank haben die Leute draußen im Land das irgendwann erkannt und genug davon gehabt. Mit Ihrem Vorschlag, meine Damen und Herren, von den Neoliberalen, verfestigen Sie die Wildwestzustände bei den Paketzustellern und den anderen Branchen. Und das lehnen wir vollumfänglich ab. Wir als AfD-Partei, als neue Volkspartei, wollen den fairen Ausgleich zwischen den kleinen und mittelständischen Unternehmen und ihren Mitarbeitern. Weder die Übervorteilung des einen noch des anderen. Es gilt in Deutschland, die Schere von Arm und Reich zu schließen. Es gilt, den abhängig Beschäftigten nicht weiter zu schröpfen. Schauen Sie, 1974 hatte eine Kassiererin im Einzelhandel gute 2000 DM verdient und ihr Manager ca. das 15-fache. Heute verdient der Manager das 130-fache gegenüber dieser Kassiererin. Nach dem letzten OECD-Bericht ist ein Großteil der deutschen Bevölkerung von Armut bedroht. Und unter diesen Aspekten ist es nicht zielführend, die Schlupflöcher zu vergrößern, um den Arbeitgebern die Möglichkeit zu geben, weniger Mindestlohn zu zahlen. Es ist nicht zielführend, den Mindestlohn herumzudoktern. Wir müssen ein größeres Ziel anstreben. Nicht die Festigung des Mindestlohnes muss im Mittelpunkt stehen, sondern der Schaffung eines Wohlstandslohnes. Meine Damen und Herren, es ist notwendig, in der Wirtschaft und innerhalb der Gesellschaft eine Diskussion zu schaffen, um Voraussetzungen zu erwirtschaften, dass einerseits ein Arbeitnehmer von seiner Arbeit leben, eine Familie gründen und diese Familie auch ernähren kann. Das muss unser Ziel sein. Die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes war neben der neoliberalen Politik der FDP Grundlage dafür, dass große Teile der deutschen Arbeitnehmer jetzt mit dem Mindestlohn kämpfen und Aufstocker sind, also bereits heute nebenher Hartz IV, also Sozialhilfe beziehen. Meine Damen und Herren, es wird uns die Gewissheit einen, dass diese Mindestlohnbezieher im Alter unter finanziellen Aspekten nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen werden.
War es unter Zeiten des Wirtschaftswunders und Ludwig Erhard normal und richtig, dass ein deutscher Arbeitnehmer für seine Familie ein Haus und Heim errichtete? So ist es heute traurige Normalität, dass viele Arbeitnehmer nach dem Arbeitstag als Aufstocker zum Jobcenter gehen oder nach 67 Jahren Rente beantragen, die im Bereich der Grundsicherung liegt. Mit 67, völlig korrekt, Herr Kollege Zimmer. Es kann keinem Arbeitnehmer erklärt werden, warum er nach 45 Arbeitsjahren Altersrente zum Sozialhilfesatz bezieht und ein Manager der Automobilindustrie 4.250 Euro Rente nicht monatlich, sondern täglich bezieht. Jetzt fragen Sie mich, und Sie mögen denken, was hat das mit der Dokumentationspflicht zu tun? Ich sage es Ihnen, um sich gegen diese Armut zu wehren, ist es notwendig, dass wir valide Kontrollmechanismen haben. Die AfD, die neue Volkspartei, weist insofern den Antrag als rein Klientelantrag à la Mövenpick zurück. Dankeschön. Jürgen Pohl, der den Charakter als Volkspartei der AfD hier mehrfach benannte. Nächster Redner kommt von der SPD, Bernd Rützel. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Herr Kollege Kämmerich, ich hätte es mutig und ich hätte es auch ehrlich gefunden, wenn Sie sich hier hingestellt hätten und gesagt hätten, der Mindestlohn passt uns nicht, der gefällt uns nicht, wir sind gegen den Mindestlohn und wir sind auch dagegen, dass man dann das Arbeitszeitgesetz einhalten kann. Das wäre ehrlich gewesen, das hätte ich erwartet. Aber zu kommen, dass die Bürokratie überbordet, das lädt jetzt ein, dass wir uns das mal genauer angucken. Ich gebe recht, Ihnen recht, es ist immer hilfreich zu überlegen, wo man Bürokratie abbauen kann. Unnötige Bürokratie, die braucht kein Mensch und die bauen wir auch gerne ab. Man muss dabei allerdings aufpassen, dass notwendige Regeln dabei nicht über Bord geworfen werden. Und es mag beliebt sein, Bürokratie im Ganzen zu verdammen. Vernünftig ist das aber nicht. Der Soziologe Max Weber hat damals auch schon von der rationalen Form legaler Herrschaft gesprochen. Und Bürokratie ist für ihn der Versuch, Institutionen vernunftgemäß zu organisieren. Und dazu gehören alle verbindlichen Regeln und die schriftliche Dokumentation der Arbeit. Das ist sinnvoll. Denn wenn wir wollen, dass unsere Gesetze, die wir hier machen, angewandt werden und für alle gelten, dann brauchen wir Kontrollen. Und diejenigen, die die kontrollieren, die brauchen Kompetenzen und Befugnisse. Und ich gehe davon aus, dass wir uns darüber hier in diesem Hause wohl alle einig sind. Die Streitfrage ist nur, ob wir den Unternehmen, wie Sie es beschreiben, zu viel Bürokratie aufbürden in Bezug auf Dokumentation des Mindestlohnes oder ob man das auch einfacher machen kann. Ich möchte das mal zusammenfassen, was nach dem Mindestlohngesetz dokumentiert werden muss. Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit. Zusammenfassung beendet. Generell, ja, und 7 Tage hat man Zeit, es aufzuschreiben. Sie fordern, dass man 4 Wochen lang sich Zeit nehmen lassen kann, bis man das aufschreibt. Ich glaube, nach 4 Wochen weiß man nicht mehr so genau, wie das alles war, wie nach 7 Tagen. Also ist es sinnvoll, das zeitnah zu erledigen und nicht irgendwie zu verschieben. Die Dokumentationspflicht, die gilt für geringfügige Beschäftigte und auch in dem Bereich nicht für die, die privat im privaten Bereich beschäftigt sind und vor allem für die im Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz genannten Wirtschaftsbereiche. Und diese Aufzeichnungspflichten, die brauchen keine besondere Form, sie brauchen kein digitales Aufzeichnungssystem, sie brauchen keine Zeiterfassung. Sie brauchen einen Zettel, einen Stundenzettel, da steht drauf das Datum, Beginn, Ende der Arbeitszeit. Das kann man sich selber herstellen. Es reicht auch mit dem Kugelschreiber oder Bleistift. Und wenn man das nicht kann, kann man das jetzt vom Bundesarbeitsministerium runterladen. Da ist es nämlich drauf und wird angeboten. Ich halte deshalb diesen Aufwand, wie Sie ihn beschreiben, für keine große Belastung. Es ist ein geringer Aufwand, denn Sie zahlen Löhne aus, Sie schreiben Rechnungen. Wie machen Sie das alles? Wie machen Sie Ihr Geschäft, wenn das ein großer Aufwand sein soll? Es ist ein Trugschluss, wie Sie in Ihrem Antrag beschreiben, dass die tarifvertraglich vereinbarte Arbeitszeit
abgeglichen werden muss. Das ist eben nicht der Punkt. Der Punkt ist nämlich, dass die tatsächlich geleistete Arbeitszeit dokumentiert und abgeglichen werden muss. Denn aus der berechnet sich der Mindestlohn. Und eine Stunde hat 60 Minuten und nicht 90, wie bei manchen, die vorher und nachher für lau, für nichts arbeiten sollen. Jede Arbeitsstunde muss bezahlt werden. Wenn das nicht der Fall ist, ist das Betrug. Und es werden leider Gottes immer noch viele Menschen um ihre Arbeitszeit teilweise auch betrogen. Und sie schaffen für lau und für nichts. Und das ist nicht in Ordnung. Letzte Woche hat unser Bundesfinanzminister, der Olaf Scholz, die Zollstatistik vorgestellt vom letzten Jahr. Und 2018 gab es über 6.000 Verstöße gegen den Mindestlohn. Und ich weiß aus Gesprächen mit Beschäftigten des Zolls, wie wichtig eben diese Aufzeichnungspflichten für ihre Arbeit sind. Und an dieser Stelle will ich mich auch ganz herzlich bedanken. Das ist die letzte Stunde ja auch deutlich noch einmal von allen hier bekräftigt worden. Ich mache das auch deutlich bekräftigt worden, wie toll und wie schwierig das oftmals die Arbeit im Zoll ist und welche hervorragende Arbeit die Beschäftigten in der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, die Beschäftigten im Zoll machen. Und aus diesen Gründen stärken wir auch den Zoll mit mehr Personal, mit mehr Befugnissen und vor allem beim Zoll mit weniger Bürokratie, dass die ihre Arbeit besser machen können, besser kontrollieren können. Da können wir Bürokratie abbauen durch bessere Verfahren. Das machen wir. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zusammenfassend will ich sagen, dass wir die Umgehung des Arbeitszeitgesetzes nicht zulassen, dass wir eine Aushöhlung des Mindestlohns nicht zulassen und das unter einem Deckmäntelchen der Bürokratie. Das werden wir diskutieren. Das sowas lehnen wir ab. Vielen Dank. So, und auch in dieser Debatte über Bürokratieabbau bei der Mindestlohndokumentation, ein Antrag der FDP, hat Susanne Ferschel für Die Linke das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen. Die FDP hat mal wieder ganz was Neues, einen Antrag zum Bürokratieabbau vorgelegt. Dieses Mal geht es um die Aufzeichnungspflicht beim Mindestlohn und um zu kontrollieren, ob der eingehalten wird. Bürokratieabbau klingt ja erstmal gut nach Vereinfachen und Verbessern, aber man muss bei der FDP schon immer sehr genau hinschauen, was da vereinfacht und vor allem, was da abgebaut werden soll. Und das Muster bei Ihnen ist doch jedes Mal das Gleiche. Arbeitgeberverbände haben eine lange Wunschliste, welche Regelungen zum Schutz von Beschäftigten abgebaut werden sollen. Und sobald die kleinste Verstärkung hin zum Arbeitnehmerschutz droht, laufen die Verbände Sturm, wie man bei der Debatte um die sachgrundlose Befristung auch sieht. Und die FDP trägt dann diese Wünsche immer im vorauseilenden Gehorsam ins Parlament. Und die Notwendigkeit, Schutzgesetze abzubauen, wird dann je nach Wetterlage mit dem drohenden wirtschaftlichen Abschwung, mit den Herausforderungen der digitalen Zukunft oder eben mit dem angeblichen Bürokratiemonster begründet. Es ist immer die alte Leier und ich kann es als langjährige Betriebsrätin und Gewerkschafterin wirklich nicht mehr hören. Dabei geht es bei der Dokumentationspflicht zum Mindestlohn ja nicht um unnötigen Papierkram, sondern es geht um Nachweise, damit Beschäftigte nicht um ihren Lohn betrogen werden. Und im Übrigen der Staat nicht um die Sozialversicherungsbeiträge. Und wir sprechen hier in Summe im letzten Jahr von geschätzt 7 Milliarden Euro. Ich meine, das muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber nun zu Ihrem Antrag. Sie behaupten im Feststellungsteil, die überwältigende Mehrheit hält sich an Recht und Gesetz. Und Kollege Kemmerich, Sie haben es ja zitiert, den Bericht der Mindestlohnkommission, dass sich nur 8% aller Betriebe beim Mindestlohn schummeln. Aber was Sie verschweigen, steht in dem Bericht zwei Zeilen weiter. Nämlich genau bei der Branche, bei der sich die FDP immer so ins Zeug schmeißt, dem Hotel- und Gaststättenbereich, da sind es schon 20%. Und generell frage ich mich aber, wie man die Situation so eindeutig beurteilen will, wenn lediglich 2,4% aller Betriebe kontrolliert werden. Weil eines ist doch logisch, wenn man wenig kontrolliert, dann findet man auch wenig. Und mit diesem Argument dann auch noch das Ende der Kontrollen zu fordern, das ist schon ein starkes Stück. Und eigentlich müssten Sie ein Interesse an stärkeren Kontrollen haben, weil, um Schmutzkonkurrenz zu verhindern. Weil die Unternehmen, die sich anständig verhalten, die haben nämlich einen Wettbewerbsnachteil dadurch.
Und Ihnen liegen ja besonders die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die sogenannten KMU, am Herzen. Zu klein sind die bisweilen gar nicht. Und Sie schreiben dann im Antrag, dass die Betriebsinhaber häufig am Wochenende die Aufzeichnungen machen müssen. Mir kommen echt die Tränen. Und das von der Partei, die die Ausweitung des Arbeitszeitgesetzes fordert. Und ich zeige Ihnen mal was. Das ist das Formblatt für die Stundenaufzeichnungen beim Minijob. Da schreibt man Beginn und Ende und die Summe ein. Ja, jetzt geht, hören Sie zu. Das können Arbeitnehmer sogar selber machen. Und zum Thema digital. Es gibt vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales sogar eine App, mit der die Arbeitszeiten ganz einfach erfasst werden können. Digitalisierung first, Bedenken second, sage ich dazu nur. Und im Vergleich dazu ist das der Antrag auf Hartz IV, den Erwerbslose ausfüllen müssen und Aufstockerinnen und Aufstocker, die zum Teil um ihren Mindestlohn betrogen werden. 6 Seiten ohne Anlagen, 6 Seiten. Merken Sie was? 6 Seiten im Vergleich zu 3 Spalten. Und vor diesen 3 Spalten müssen wir die Betriebe, vor dieser Bürokratie müssen wir die Betriebe schützen. Wir sagen als Linke dazu ganz klar Nein. Aber die Spitze der Absurditätensammlung dieses Antrags ist ja noch ein anderer. Ich zitiere, KMU werden hier vom Gesetzgeber ohne Not der Gefahr von Ordnungswidrigkeiten ausgesetzt. Also nicht die Unternehmen begehen Ordnungswidrigkeiten, weil sie ihre Dokumentationspflicht nicht nachkommen, sondern der Gesetzgeber provoziert das durch Regulierung. Ein ganz schön krudes Rechtsverständnis. Mit der Begründung, Kolleginnen und Kollegen oder liebe Bundesregierung, könnten Sie eigentlich alle Gesetze abschaffen, die Unternehmen in irgendeiner Form regulieren, weil das ist ja immer dann die Provokation hin zu einer Ordnungswidrigkeit. Keine Gesetze, keine Ordnungswidrigkeiten, man kann es natürlich auch einfach machen. Wir als Linke bleiben jedenfalls bei unseren Forderungen. Den Mindestlohn auf mindestens 12 Euro erhöhen und die Kontrollen ausweiten. Und 4 Jahre nach Einführung des gesetzlichen Mindestlohns wird es auch endlich Zeit, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, da haben wir vorher drüber gesprochen, mit mehr Personal auszustatten und diesen Leuten auch die Arbeit zu erleichtern. Und wenn Sie sich mit den Kolleginnen und Kollegen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit unterhalten würden, dann würden Sie wissen, dass die sagen, Aufzeichnungspflicht ab dem ersten Tag und eine Ausweitung der Branchen. Wir als Linke unterstützen diese Forderung. Und abschließend noch mal an die Adresse der FDP. Wir brauchen keinen Abbau, sondern eine Stärkung von Arbeitnehmerrechten. Das ist keine Bürokratie, sondern notwendiger Schutz von Beschäftigten. Vielen Dank. Susanne Fersch von der Linken war das. Die nächste Rednerin kommt von den Bündnisgrünen, Beate Müller-Gemmecke. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste. Ja, wir haben gerade vorher einen Gesetzentwurf diskutiert der Bundesregierung, mit dem die Finanzkontrolle Schwarzarbeit gestärkt werden soll. Und jetzt fordert die FDP mit einem Antrag genau das Gegenteil und redet nur über Bürokratie. Für uns Grüne geht es bei diesem Thema um die Menschen. Es geht um die Beschäftigten, die kaum von ihrem Lohn leben können. Es geht beispielsweise um die Bedienung im Restaurant, um die Reinigungskraft im Hotel, es geht um den Postboden und die Beschäftigten in der Fleischbranche. Genau diese Menschen müssen darauf vertrauen können, dass der Mindestlohn nicht nur auf dem Papier steht, sondern auch wirklich gezahlt wird. Es darf keine Lücken und keine Möglichkeiten geben, den Mindestlohn zu unterlaufen. Und deswegen muss eben der Mindestlohn effektiv kontrolliert werden. Und dennoch möchte die FDP die Dokumentationspflichten einschränken. Sie meinen ja, für Kontrollen würde die Dauer der Arbeitszeit und der ausgezahlte Lohn ausreichen. Und Sie schreiben sogar in Ihrem Antrag, für die Arbeitszeit sei schon allein der Arbeitsvertrag eine ausreichende Dokumentationsbasis. Und außerdem könnten die Beschäftigten ja klagen, wenn irgendwas nicht stimmt. Liebe FDP, das ist absurd, denn das geht in vielen Fällen an der Realität vorbei. Und wer sich schon mal ein bisschen mit
mit Kontrollen beschäftigt hat, dem ist bekannt, dass Mindestlöhne, wer Mindestlöhne umgehen will, der macht das eben über die Arbeitszeit. Und da hilft eben der Blick in den Arbeitsvertrag kein bisschen. Und deshalb fragt die Finanzkontrolle Schwarzarbeit die Beschäftigten, bei den Beschäftigten nach. Sie schaut sich genau die Abläufe in den Betrieben an. Und das alles vergleicht sie dann mit den dokumentierten Arbeitszeiten. Und dafür braucht sie eben nicht die Dauer, sondern sie braucht die tatsächlichen Arbeitszeiten. Nur so kann die Finanzkontrolle Schwarzarbeit tatsächlich den Mindestlohn effektiv überprüfen. Und deshalb müssen die Dokumentationspflichten bleiben, wie sie sind. Und diese Aufzeichnungspflichten gelten ja nicht für alle. Bei den Minijobs, das kritisieren Sie, macht es aber Sinn, denn gerade hier werden die Beschäftigten werden häufig die Rechte der Beschäftigten missachtet. Und dann ist eben auch die Gefahr groß, dass am Lohn und an der Arbeitszeit etwas gedreht wird. Und entscheidend ist aber, diese Dokumentationspflichten gelten nur für die Branchen, die im Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz stehen. Und da bin ich, Herr Kemmerich, ich bin mir nicht sicher, ob Sie das tatsächlich verstanden haben. Also es geht nur um diese Branchen. Und dieser Fokus auf diese Branchen ist auch nicht willkürlich, der ist nicht vom Himmel gefallen. Das sind Erfahrungswerte, wie vor kurzem bei den Kontrollen in der Logistikbranche. Die haben ja ergeben, dass jeder dritte Arbeitgeber zu wenig Lohn zahlt. Und für diese missbrauchsanfälligen Branchen möchten Sie, die FDP, jetzt die Dokumentationspflichten reduzieren. Das geht gar nicht, denn der Gesetzgeber muss seiner Schutzverantwortung für die Beschäftigten gerecht werden. Und dann gibt es ja auch noch die Kritik am Schwellenwert, wann dokumentiert werden muss. Sind jetzt 2.958 Euro oder 2.000 Euro richtig oder willkürlich? An dieser Stelle möchte ich mal ganz grundsätzlich werden. Denn die Empörung der FDP ist ja so groß, dass man fast meinen könnte, durch den Mindestlohn gäbe es zum ersten Mal die Pflicht, die Arbeitszeit zu dokumentieren. Und das ist einfach falsch. Darf ich mal kurz was sagen? Die Antragsteller gucken nur ins Handy in der ersten Reihe. Finde ich irgendwie komisch. Ist okay. Ich wollte es nur mal sagen. Irritiert mich. Also, ich werde etwas grundsätzlicher. Laut Arbeitszeitgesetz müssen alle Überstunden dokumentiert werden. Wie sollen die aber nachgewiesen werden, wenn die anderen Stunden gar nicht dokumentiert werden? Der Arbeitgeber muss auch darauf achten, dass die gesetzlichen Grenzen der Arbeitszeit, die Ruhezeiten, eingehalten werden. Und schon allein deswegen muss der Arbeitgeber wissen, wann und wie viel seine Beschäftigten arbeiten. Für die Sozialversicherung muss auch das Arbeitsentgelt nachgewiesen werden. Und zwar die Zusammensetzung und die zeitliche Ordnung. Und außerdem gibt es genau die gleichen Dokumentationspflichten im Arbeitnehmerentsendegesetz und bei der Arbeitnehmerüberlassung. Diese Dokumentationspflichten sind also nicht neu. Bevor Sie sich empören, bevor Sie etwas fordern, sollten Sie einfach erst mal die Gesetzeslage zur Kenntnis nehmen. Die Dokumentation der Arbeitszeit ist im Übrigen auch keine unzumutbare Belastung für die Unternehmen. Im Gegenteil, sie macht Sinn, und zwar für beide Seiten. Die Beschäftigten können damit ihre Arbeitsstunden nachweisen, damit sie gerecht entlohnt werden. Und die Arbeitgeber können die Arbeitszeiten ihrer Beschäftigten kontrollieren. Und mir kann niemand erzählen, dass daran niemand Interesse hat. Denn immerhin hat ja die Stechuhr nicht die Politik erfunden, sondern die Unternehmen haben die Stechuhr eingeführt. Arbeitszeiten können auch ganz einfach erfasst werden. Das sind viele Möglichkeiten gerade gesagt worden. Das ist kein Bürokratiemonster. Und hier sollte die FDP den eigenen Wahlslogan einfach mal etwas zu Herzen nehmen. Es wurde schon gesagt, Digital First, Bedenken Second. Ich finde, das sollte auch bei der Dokumentation der Arbeitszeit gelten. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Torbjörn Kartes für die CDU-CSU hat jetzt das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine
liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich sage mal so, also zumindest in einem sind wir uns, glaube ich, einig, wir müssen dringend Bürokratie in Deutschland abbauen. Das würde auch ich so sagen. Wir müssen Bürokratie dort abbauen, wo sie zu unnötigen, ich sage bewusst auch zu unnötigen, Mehrbelastungen führt für Unternehmen, aber auch für Bürgerinnen und Bürger. Und in der Tat, da gibt's viel zu tun. Das gilt auch für viele Menschen vor Ort. Versuchen Sie heute mal vor Ort noch eine Kerwe zu organisieren oder führen Sie rechtssicher einen Verein. Deswegen, glaube ich, gibt es da unbestritten viel zu tun. Und wir haben uns als Unionsfraktion auch vorgenommen, in dieser Legislaturperiode in diesem Zusammenhang einiges auf den Weg zu bringen. Ich möchte nur kurz erwähnen, das dritte Bürokratieentlastungsgesetz, was wir einbringen werden. Das wird nicht alle Probleme lösen, aber es ist ein Unterschied. Wir gestalten, wir werden dieses Bürokratieentlastungsgesetz auf den Weg bringen. Sie machen immer wieder Vorschläge, haben es vorgezogen, in der Opposition zu sitzen. Wir werden da konkret handeln. Wie gesagt, das wird nicht alle Probleme lösen, aber es ist ein richtiger und ein wichtiger Schritt dann in die richtige Richtung. Und für mich wird das immer schwierig, wenn Sie hier Vorschläge machen, und dabei Regelungen zur Disposition stellen, die zumindest auch dem Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gelten. Und das ist, glaube ich, der Vorwurf, den Sie sich an dieser Stelle auch gefallen lassen müssen, denn Sie schaffen im großen Umfang die Dokumentationspflichten beim Mindestlohn ab. Und natürlich ist es so, der Mindestlohn ist und bleibt und soll in erster Linie ein ordnungspolitisches Instrument sein, der Regulierung des Wettbewerbs dient. Wir wollen dafür sorgen, dass faire Löhne gezahlt werden und dass es nicht Unternehmer gibt, die diesen fairen Wettbewerb mit Dumpinglöhnen untergraben. Es ist aber auch so, dass diese Dokumentationspflichten natürlich auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schützen, nämlich davor, dass sie formal nach Mindestlohn beschäftigt werden und vergütet werden, faktisch unbezahlt mehr arbeiten und in Summe dann wieder unterhalb des Mindestlohns verdienen. Das ist nicht überall so, das wissen wir auch, aber es gibt diese Fälle und ich glaube, es ist aller Anstrengung wert, dass wir gemeinsam daran arbeiten, das weiter zu verhindern, meine Damen und Herren. Und mit Ihrem Antrag wollen Sie ja nun ganz konkret erreichen, dass bei denjenigen, die geringfügig beschäftigt sind oder auch im Rahmen der Saisonarbeit beschäftigt sind, dass dort die Dokumentationspflichten vollständig aufgehoben werden. Das war damals aber eine ganz bewusste Entscheidung bei der Einführung des Mindestlohns, gerade dort Dokumentationspflichten vorzusehen. Und ich glaube, dass der Grund dafür bis heute auch nicht entfallen ist. Denn insbesondere bei den Minijobs kommt es entscheidend darauf an, dass Verdienstobergrenzen eingehalten werden. Und dafür kommt es entscheidend darauf an, dass man genau die tatsächlich geleistete Arbeitszeit ansieht. Und bei der sogenannten Saisonarbeit, bei der kurzfristigen Beschäftigung, da kommt es eben gerade entscheidend darauf an, dass die tatsächliche Anzahl der gearbeiteten Tage vernünftig dokumentiert wird. Deswegen glaube ich, dass es für diese Dokumentationspflicht immer noch gute Gründe gibt. Und wenn man jetzt Ihren Vorschlag noch anschaut, im Lichte dessen, was Sie vor kurzem hier eingebracht haben und sagen, Sie wollen Minijobs massiv ausweiten. Ich sage gleich auch mit uns kann man darüber sprechen, moderat auch wieder Minijobgrenzen anzupassen. Aber wenn Sie sagen, Sie wollen Minijobs massiv ausweiten mit Ihrem Vorschlag und schaffen gleichzeitig die Dokumentationspflichten beim Minijob an, dann kann ich nur sagen, das ist der Unterschied zwischen Ihnen und uns. Unser vorrangiges Ziel ist und bleibt, Menschen in gut bezahlte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu bekommen, meine Damen und Herren. Jetzt ist es so, bei denen, die dann noch auch nach Ihrem Antrag in der Dokumentationspflicht bleiben, da ist es ja faktisch so, dass Sie sagen, ausreichen soll dann am Ende die monatliche Lohnbescheinigung. Ich bin der Meinung, Sie hätten dann eher beantragen sollen, dass die Dokumentationspflicht komplett abgeschafft wird, weil faktisch ist es nichts anderes, was Sie hier beantragen. Und ich sage Ihnen aber auch, die Einhaltung des Mindestlohns, und wir haben heute Morgen auch noch schon über die Bekämpfung von Schwarzarbeit gesprochen, die können Sie damit nicht besser machen. Deswegen glaube ich, dass Ihr Antrag in die falsche Richtung geht. Und im Übrigen ist auch schon gesagt worden,
Aber dann gucken Sie noch mal ins Arbeitszeitgesetz rein. Ich glaube sowieso, dass es ein guter Plan ist und es gibt eine ganze Reihe an Regelungen dazu, dass wir Arbeitszeiten dokumentieren sollten. Also schon nach dem Arbeitszeitgesetz müssen Sie mehr Arbeit dokumentieren. Deswegen ist es sinnvoll, überhaupt Anfang und Ende der täglichen Arbeitszeit zu dokumentieren. Und ich kann nicht erkennen, warum das hier massiv zu Bürokratieabbau führen sollte, wenn wir diese Dokumentationspflicht da rausnehmen. Die gibt es aus dem Arbeitszeitgesetz sowieso. Und ich glaube auch, dass es fair ist zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, dass Arbeitszeiten korrekt dokumentiert werden. Und es ist so, Sie haben ja in Ihrem Antrag, sagen Sie, weit überwiegend halten sich alle an die Regelungen. Deswegen können wir die Regel abschaffen. Wir haben jetzt gerade die Pressemitteilung des Bundesfinanzministeriums gelesen, die ja deutlich gemacht haben, dass die Verstöße oder die Ermittlungsverfahren wegen der Nichtgewährung des gesetzlichen Mindestlohnes ja stark angestiegen sind. Also ich sehe immer noch einen großen Bedarf, eigentlich hier anders und in die richtige Richtung zu gehen und auch weiter zu dokumentieren. Und wenn Sie sich die Arbeitsbedingungen von Paketzustellern ansehen, da diskutieren wir ja auch gerade drüber, dann glaube ich schon, dass es einen Bedarf gibt, weiter hier vernünftig zu dokumentieren und dass wir noch was zu tun haben. Und jetzt zum Schluss noch, es ist auch nicht so kompliziert, wie Sie suggerieren. Manche haben schon einen Zettel hier hochgehalten und gesagt, Sie müssen eigentlich nur Anfang und Ende aufschreiben. Es gibt sogar eine App dazu. Bin ich begeistert von allem, was aus dem Bundesarbeitsministerium so kommt, aber es gibt eine App, die heißt Einfach erfasst. Einfach erfasst, die können Sie da runterladen, die können Arbeitnehmer kostenfrei nutzen. Da tun Sie morgens einmal klicken, abends einmal klicken. Wir klicken sowieso alle den ganzen Tag auf diese Kisten rum. Dann machen Sie einmal einen Klick, noch einen zweiten Klick und dann sind die Zeiten erfasst. Ja, das erkläre ich Ihnen jetzt gerade noch in meinen letzten Sekunden. Da wird dann automatisch eine E-Mail erzeugt aus dieser App. Die geht an den Arbeitnehmer, die geht in sein Postfach und dann hat er seine Arbeitszeiten entsprechend dokumentiert. Das heißt, ich glaube, das geht ganz einfach. Das geht im Übrigen auch für Sie digital. Und wir sollten viel mehr darum werben, dass diese App bekannter wird, weil sie ist viel zu selten runtergeladen. Aber dann bräuchten wir auf jeden Fall Ihren Antrag nicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann hat jetzt den Vorsitz übernommen. Apropos Vizepräsident, die AfD versucht ja heute zum dritten Mal, Frau Haderth-Kühnel in dieses Gremium wählen zu lassen. Das wird hier nachher folgen, alles bei Phoenix Live zu verfolgen. Aber wir machen weiter in der Debatte mit Manfred Totenhausen von der FDP. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, und jetzt spreche ich hier als betroffener Handelsmeister. Und das möchte ich Ihnen, Herr Dr. Zimmer, mal nahelegen. Wir treiben den Abbau von Bürokratie weiter voran und stärken damit die Wirtschaft. Deshalb wollen wir diese durch Entlastungen neue Freiräume für ihr Kerngeschäft und neue Investitionen schaffen. Im Rahmen eines Bürokratieabbaugesetzes 3 werden wir insbesondere die Statistikpflichten weiter verringern. So steht es im Koalitionsvertrag und so sollten Sie das allmählich mal angehen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ich rede erst mal, dann können Sie sich ja immer noch überlegen, ob Sie den noch mal stellen wollen. Also, schon ein Jahr GroKo, schon ein Jahr Minister Altmaier. Was es aber mit den Bekenntnissen zum Bürokratieabbau hat, so kann man nur sagen, tausendmal diskutiert, tausendmal ist nichts passiert und bumm, hatte das recht nicht gemacht. Trotz der vielen Ankündigungen lässt der Bürokratieabbau weiterhin auf sich warten. Und dabei gibt es Vorschläge von vielen Betroffenen. Schon im vergangenen Frühjahr gab es erste Verbände, die Vorschläge gemacht haben. Und das weiß ich besonders von den Bäckern. 43 detaillierte Ideen zur Umsetzung tragen das Datum 22. März 2018, vor über einem Jahr. Und sie glauben, kommt Zeit, kommt Rat. Ich glaube, für unsere Betriebe ist aber Zeit nicht Rat, sondern Zeit ist Geld. Geld, was die kleinen und mittleren Unternehmen bezahlen müssen. Und es geht hier nicht um den Abbau von Leistungen, wie ja immer gesprochen wird. Das nervt nur eigentlich. Es geht einfach nur um Abbau von Bürokratie. Jeder Tag ohne Entlastung bedeutet doch tatsächlich überflüssige Arbeit. Und das für 99% unserer Betriebe, mehr als 3,5 Millionen Unternehmen. Arbeit und Zeit, die man besser, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, mit seinen Aufträgen, mit seinen Mitarbeitern, mit seinen Kunden verbringt. Und was unsere Betriebe am meisten am Mindestlohn
Nervt ist nicht, dass es den gibt. Ja, die meisten zahlen sowieso weit drüber. Was nervt, ist die umfangreiche Dokumentationspflicht, auch wenn Sie die hier immer kleinreden. Und da stellt sich für mich jetzt die Frage, warum ändern Sie das nicht einfach? Warum stellen Sie alle Unternehmer unter Generalverdacht? Warum misstrauen Sie den Unternehmen? Bauen Sie doch mal Vertrauen auf. Es ist fatal, wenn Sie das machen. Denn wie sieht es denn letztendlich in kleinen und mittleren Unternehmen aus? Da arbeitet der Chef die ganze Woche mit und abends und am Wochenende macht er dann seine Bürokratie, die Sie ihm auferlegt haben. Und da hilft die Frau dann meistens mit. Ich kenne das so. Und Sie von der SPD, Sie wollen die 35- bis 38-Stunden-Woche für Arbeitnehmer. Bei Unternehmern ist es Ihnen doch völlig egal, ob die 60 Stunden oder mehr arbeiten. Und Sie reden von Vereinbarkeit, von Familie und Beruf. Und bei Unternehmen ist es Ihnen doch völlig egal, was mit den Familien ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt komme ich auch langsam zum Schluss. 2/3 der Unternehmen beklagen eine erhebliche bürokratische Belastung. Wir wollen die deutlich senken. Machen Sie doch mit. Machen Sie es den Unbescholtenen einfacher. Konzentrieren wir uns doch auf die schwarzen Schafe. Ja, die gibt es. Ja, die müssen wir bekämpfen. Drakonische Strafen, von mir aus. Aber machen Sie doch mit dieser Dokumentationspflicht, schießen Sie doch weit über das Ziel hinaus. Wir machen Ihnen ein praxisnahes Angebot. Sie können das annehmen. Unsere Vorschläge wollen die bürokratischen Auflagen für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber auf ein vernünftiges Maß zurückfahren. Und trotzdem werden die Beschäftigten genauso gut vor rechtswidrigen Ausbeutungen beschützt wie bisher. Machen Sie also mit. Die Betriebe, Unternehmer und die Arbeitnehmer werden es Ihnen danken. Vielen Dank. Der Abgeordnete Klaus Ernst erhält die Gelegenheit für eine Kurzintervention. Eine kurze Intervention. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Die Frage ist eigentlich ganz einfach und auch sehr kurz. Schauen Sie, Herr Todenhaus, wenn Sie im Biergarten gehen und Sie bestellen sich ein Maß Bier oder bei Ihnen im Bergischen Wald vielleicht einen Pilz und Sie trinken noch eins und zwei, drei, vier, fünf, finden Sie nicht richtig, dass das, was Sie dann getrunken haben, irgendwie dokumentiert wird? Ich meine, wenn es um die Rechnung geht? Warum soll eigentlich die Bedienung, die Ihnen die Rechnung bringt und dokumentiert hat, was Sie getrunken sind, in einem doch relativ bürokratischen Aufwand, den bei 5 Bier jeweils aufschreiben, wie viel, ne? Warum soll die eigentlich nicht ihre Arbeitszeit aufschreiben dürfen? Warum ist denn der bürokratische Aufwand dieser Frau höher, wenn sie ihre Arbeitszeit aufschreibt, als wenn sie dokumentiert, was sie getrunken haben? Wo ist der Unterschied? Ich kann Ihnen sagen, wo der Unterschied ist. Bei dem einen, da geht es um Ihren Geldbeutel und bei dem anderen geht es um den Geldbeutel dieser Frau. Und der ist Ihnen egal. Und das ist das, was wir kritisieren. Herr Todmann. Erstens freue ich mich gerne im Biergarten zu sein, aber ich trinke kein Bier, ich trinke Cola. Und die zwei kann ich mir merken. Aber es geht nicht darum, es geht doch nicht darum. Natürlich auch der Handwerker schreibt Rechnungen, er dokumentiert auch, was er gemacht hat. Es geht doch einfach darum, dass wir Bürokratie abbauen zu bestimmten Sachen. 90% aller Unternehmen sind ehrlich. Und wenn wir von diesen 8% sprechen, dann geht es doch nicht ausschließlich darum, dass die nicht den Mindestlohn zahlen, gucken Sie doch mal rein, sondern die haben ihre Dokumentationspflicht nicht immer erfüllt, weil sie immer zu spontan sind und weil sie sofort nach einer Woche gemacht worden sind. Und da wollen wir doch reingrätschen. Wir wollen doch diese 8% reduzieren auf die wirklichen Gangster und jene, die den Mindestlohn nicht zahlen. Wir wollen nicht diejenigen bestrafen, die vielleicht aus Zeitmangel ihre Dokumentationspflicht nachgekommen sind. Und deswegen ist auch unser Antrag goldrichtig. Vielen Dank. Wir fahren fort in der Debatte. Nächster Redner ist für die Fraktion der SPD der Kollege Michael Gerdes. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, ich hoffe, Sie hören mir jetzt auch zu. Ich halte die Klage über die Dokumentationspflichten beim Mindestlohn für eine Debatte von vorgestern. Weder habe ich den Eindruck, dass die deutsche Wirtschaftsleistung aufgrund überzogener Aufzeichnungspflichten nachgelassen hat, noch haben wir an dieser Stelle ein unüberwindbares Bürokratiemonster geschaffen. Was für ein Quatsch! Das zeigt auch diese Debatte. Da gibt es mit Sicherheit schlimmere verwaltungstechnische Vorgänge. Mein Kollege
Herrn Trützel und auch Herr Kates hat darauf hingewiesen und aufgezeigt, wie simpel die Dokumentation tatsächlich ist. Was ich Ihnen zugutehalten möchte, bei der Verabschiedung des Gesetzes zur Stärkung der Tarifautonomie war die FDP-Fraktion nicht Teil dieses Hauses. Und vor diesem Hintergrund verstehe ich, dass Sie mit dieser Debatte Ihre wirtschaftspolitische Expertise für die Öffentlichkeit dokumentieren wollen. Damit haben Sie anscheinend in diesem Haus ein Alleinstellungsmerkmal. Und gerne unterstreiche ich noch einmal die Haltung der SPD. Verehrter Herr Kollege Todenhausen, ohne klare Aufzeichnung von Arbeitszeiten keine Kontrollmöglichkeit und ohne Kontrolle keine Fairness bei der Bezahlung. Eine Tabelle bestehend aus Beginn, Ende und Dauer der Arbeitszeit kann man auch als komplex bezeichnen. Ja, ich bezweifle auch, dass die Dokumentation für Arbeitgeber erheblich Mehraufwand bedeutet. Wer Rechnungen stellt, in denen Arbeitsstunden enthalten sind, muss diese ohnehin aufschreiben. Das haben wir heute hier schon öfters gehört. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, anstatt uns an der Bürokratie zu stören, sollten wir uns lieber darauf konzentrieren, wie wir die Durchsetzung des Mindestlohns verbessern und Umgehung der Lohnuntergrenzen vermeiden. Die vorangegangene Debatte zum Gesetz gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch hat gezeigt, dass die Union und SPD genau hier ansetzt. Der Zoll wird mit mehr Personal und neuen Befugnissen ausgestattet. Und auf diese Weise schützen wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besser vor Lohndumping und nicht bezahlten Arbeitsstunden. Unseriöse Unternehmen werden damit schneller entlarvt. Problematisch finde ich auch, dass viele Beschäftigte, die nicht regelkonform bezahlt werden oder Verstöße gegen die Aufzeichnung von Arbeitszeiten feststellen, Angst davor haben, ihre Ansprüche einzufordern. Und hier müssen wir überlegen, wie wir Betroffene in den Rücken stärken. Sicherlich kennen die meisten von Ihnen Beispiele aus Ihren Wahlkreisen. Hinter vorgehaltener Hand kann man da Umgehungspraktiken hören. Da werden Pausenzeiten nicht eingehalten, nicht gewährt, aber abgerechnet, Leerfahrten nicht bezahlt oder Zielvorgaben so gemacht, dass sie in der Arbeitszeit eben nicht zu schaffen ist. Und so lässt man Stundenlöhne sinken. Ein Dialog aus einer Bäckerei. Uschi, kannst du mal 4 Brötchen in deine Kasse eingeben? Ich bin ja noch in der Pause. Das sollte uns mal nachdenklich machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Einführung des Mindestlohnes war ein wichtiger Meilenstein. Und ich wiederhole noch einmal gerne, es ist ein Erfolg. Weil alle Horrorszenarien, wonach Mindestlöhne Arbeitsplätze vernichten, ausgeblieben sind, weil er messbare Einkommensverbesserungen gebracht hat, weil vor allem Frauen, prekär Beschäftigte, Arbeitnehmer in kleinen Betrieben und Beschäftigte mit Migrationshintergrund von ihm profitieren und weil mehr sozialversicherungspflichtige Jobs entstanden sind. Selbstverständlich wissen wir auch, dass der Mindestlohn allein nicht alle sozialpolitischen Probleme löst. Zum Beispiel macht der Mindestlohn die steigenden Mieten nicht wett. In seiner jetzigen Höhe schützt er auch nicht angemessen vor Armut. Er dient vor allem dazu, dass sich Wettbewerber bei den Löhnen nicht unterbieten und den Preisdruck nicht auf dem Rücken von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern austragen. Und daran müssen wir weiter arbeiten. Das beste Mittel für gute Löhne und vernünftige Arbeitsbedingungen sind umfassend geltende Tarifverträge. Und der Mindestlohn hilft vor allem dort, wo keine Tarifbindung vorhanden ist. Und diese Diskussion werden wir ja morgen hier noch mal führen. Herzlichen Dank und Glück auf. Michael Gerdes von der SPD. Die nächste Rednerin ist erneut Frauke Petri. Sie ist ja fraktionslos. Es gibt mittlerweile 4 fraktionslose Abgeordnete in dieser Legislaturperiode. Frauke Petri, die ehemalige AfD-Chefin, ist eine davon. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist löblich, dass es immerhin eine Fraktion der schon länger hier Sitzenden gibt, die sich hin und wieder für die Interessen des Mittelstandes einsetzt, wenn auch inkonsequent. Es gibt aber nur eine Partei, die Blaue Partei, die in diesem Parlament noch eines tut, den Mindestlohn als insgesamt untaugliches Instrument zu kritisieren und vor allen Dingen, und das vergessen viele, als die Folge einer verfehlten Währungspolitik. Vor der Euro-Einführung waren wir Hochlohnland. Heute laufen wir der Gehaltsentwicklung im Vergleich zu anderen Industriestaaten meilenweit hinterher. Millionen Arbeitsstunden, Geld, Strom und CO2 werden für unproduktive Arbeit seitens der Betriebe, zudem Steuermittel der Bürger, für die Bürokratie verblasen, nur um eine sowieso ökonomisch sinnbefreite Maßnahme zu kontrollieren. Millionen Arbeitsstunden, in denen keine Werte geschaffen werden, ein Luxus, den sich Deutschland nicht leisten kann. Im FDP-Antrag heißt es, dass die Lockerung der Dokumentationsvorschriften, welche wir ausdrücklich unterstützen, zudem die Akzeptanz des Mindestlohns weiter erhöhen würden. Verständlich.
Eine Daumenschraube wird zwei Daumenschrauben vorgezogen. Eine freie Gesellschaft, moderne Industrie, sollte allerdings auf freie Entfaltung und die Bezahlung von Ergebnissen und den freien Willen aller Individuen Wert legen und nicht darauf, die eigene Vorstellung anderen aufzuzwingen. Der mündige Bürger sollte ja auf Mindestlohn bestehen, ist laut der Mehrheit in diesem Plenum nicht mündig genug, um seinem Arbeitgeber bezüglich Rechts- oder Vertragsbruch eigenständig tätig zu werden. Der mündige Bürger, der Sie hier ins Parlament gewählt hat und Sie bezahlt, ist nach der Wahl für Sie nicht mehr mündig. Bald reden wir über ein soziales Dokumentationssystem nach chinesischem Vorbild, denn offenbar müssen alle sozialistischen Hirngespinste mit Zwang und Gewalt durchgesetzt werden. Liebe FDP, die Freiheit verteidigt man nicht in Trippelschritten, sondern mit Konsequenz und ohne regelmäßige Anbiederung an Teile der Regierung. Davon sind Sie noch weit entfernt. Vielen Dank. Nächster Redner ist für die Fraktion der CDU-CSU der Kollege Peter Aumer. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beraten heute den Antrag der FDP, Mindestlohndokumentation vereinfachen, Bürokratie abbauen. Den wolltet ihr vor zwei Wochen schon mal beraten, da ist euch dann ein wichtigeres Thema dazwischen gekommen. Also ich glaube, man muss sich auch ein klein bisschen entscheiden, wo man Prioritäten setzt. Ja, ach so, deswegen. Naja, okay. Also, entschuldigt, genau. Wenn man, meine sehr geehrten Damen und Herren der FDP, Ihren Antrag liest, steht da vieles Richtige drin. Aber der Zungenschlag ist doch ein sehr negativer. Also gerade in der Bedeutung des Mindestlohnes, wir haben ja schon sehr viel jetzt gerade darüber geredet, es gibt viele positive Aspekte, die der Mindestlohn mit sich gebracht hat. Wir haben ja gesellschaftspolitisch sehr viel befriedet. Wenn man die Debatte der letzten Jahrzehnte anschaut, die linke Seite, er muss viel höher sein, als er ist, dann die rechte Seite des Hauses, ja, die rechte Seite sagt, Arbeitsplätze gehen verloren, sind nicht verloren gegangen. Also ich glaube, dass der Mindestlohn eine große Akzeptanz bei uns auch im Land erfährt und dass wir die richtigen Akzente setzen müssen. Deswegen, wenn ihr in eurem Antrag schreibt, die Akzeptanz des Mindestlohns wird durch Bürokratie abbaut, erhöht, ist das, glaube ich, nicht wirklich richtig. Es gibt gesellschaftliche Akzeptanz des Mindestlohnes und das, glaube ich, müssen wir auch politisch begleiten. Ich hatte, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor kurzem ein Gespräch mit dem Kreisverband der DEHOGA in meinem Wahlkreis. Wie Landwirte, Handwerker und viele Mittelständler kämpfen Gastwirte mit den großen Herausforderungen der Bürokratie. Dokumentationspflichten sind in allen Bereichen ein Thema, auch bei Mindestlohn. Aber es geht natürlich auch um die andere Seite. Es geht um die Einhaltung des Arbeitsrechts. Es geht auch um die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und ich glaube, den Ausgleich herzustellen, das ist unsere Aufgabe auch in diesem Hohen Haus. Und wenn die FDP in ihrem Antrag schreibt, 92% der Geprüften haben keine Beanstandungen bei der Prüfung bekommen, gab es doch 8%. Ja? Und das in der Summe gerechnet, glaube ich, ist schon auch wichtig, dass man hier hinschaut. Die Frage ist nur, wie man das macht. Lieber Herr Kollege Kämmerich, in Ihrer Rede Hausaufgaben der Bundesregierung, die Sie angefordert haben, dass wir als Union mehr Misstrauen als Vertrauen in die Unternehmerinnen und Unternehmer haben und dass unser ordnungspolitischer Kompass fehlt. Sehr geehrter Herr Kollege, ich glaube, da sollten wir uns auch mal persönlich darüber unterhalten, denn genau bei uns ist es nicht so. Unser ordnungspolitischer Kompass, der ist ganz klar. Seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland haben wir mit der sozialen Marktwirtschaft einen klaren Kompass, die soziale Marktwirtschaft. In einer digitalen Zeit diese soziale Marktwirtschaft neu zu denken, ist eine Herausforderung, die wir alle in diesem Hohen Haus haben. Und ich bin gespannt, welche Antworten die FDP in dieser Debatte denn geben wird. Und in der sozialen Marktwirtschaft ist der Ausgleich der Interessen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ein ganz essentiell wichtiger Bestandteil. Und deswegen ist auch beim Thema Mindestlohn dieser Ausgleich genauso wichtig. Und da muss man ein richtiges Gleichgewicht auch hinbekommen. Und ich bin mir sicher, dass man auch beim Thema Bürokratieabbau
Bau ganz genau hinschaut. Und die Bundesregierung macht es nicht wie die FDP, sehr eindimensional. Mal schauen, welches Thema kann man denn mal wieder rausziehen, um wieder mal über Bürokratieabbau zu reden. Sondern wir haben uns als Koalition das ganze Thema Bürokratieabbau auf die Tagesordnung genommen. Bringen ein Bürokratieabbaugesetz in den Deutschen Bundestag ein, als Gesamtkonzept. Und da gehört natürlich auch mit dazu, dass man über die Mindestlohndokumentation spricht. Aber es gibt viele andere Bereiche. Ja. Bürokratie ist vor allem im Steuerbereich ein großes Thema. 43% der Bürokratie ist vor allem im steuerlichen Bereich ein großes Thema. Und hier müssen wir schauen. Einige Ansätze, die Sie in Ihrem Antrag haben, sind sicherlich überlegenswert, über die man reden kann. Aber man muss das Große und Ganze im Auge haben. Unser Ziel muss es sein, hier im Deutschen Bundestag den Mittelstand und das Handwerk auch zu fördern. Wenn man die aktuellen Zahlen anschaut, die Wirtschaftsprognosen sind ja nicht ganz so positiv. Die Wirtschaftsweisen haben das Wachstum halbiert und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir hier hinschauen, dass wir unsere Unternehmer und Unternehmerinnen auch unterstützen in ihrer Arbeit, aber dass wir natürlich auch den Ausgleich der Interessen mit den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern hinbekommen. Diesen Ausgleich bekommen Sie aber leider nicht hin, meine lieben Kollegen der FDP. Die Debatte von Ihrer Seite war sehr eindimensional. Deswegen ist es wichtig, dass wir als CDU und CSU hier nichts zumuten, aber wir versuchen, einen Ausgleich hinzubekommen, alle und das Große und Ganze im Blick zu haben. Und ich glaube, dass das auch nur mit uns geht und dass wir hier auch mit unserem Koalitionspartner einen Weg beschreiten, mit dem Bürokratieabbaugesetz alle Bereiche anzuschauen. Es gibt durchaus auch Auswüchse in unserem Land, über die man reden muss. Und da hoffe ich, haben wir alle gemeinsam einen starken Mut, das anzugehen. Wir als CDU-CSU stehen für eine starke soziale Marktwirtschaft in unserem Land. Wir stehen für den Ausgleich der Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und unser Interesse gilt es, dass weiterhin die Wirtschaft in unserem Land gut funktioniert. Unser Interesse muss es sein, dass wir Arbeitsplätze sichern, aber auch faire Arbeitsbedingungen für die Zukunft sicherstellen. Herzliches Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Bürokratieabbau bei der Mindestlohndokumentation, darüber diskutieren die Abgeordneten hier im Deutschen Bundestag. Uwe Kammann, ehemals auch AfD-Mitglied, ist jetzt fraktionslos und er hat jetzt als Nächster das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Besucher, er wurde 2015 eingeführt, er gilt in allen Branchen und im Januar dieses Jahres wurde er auf 9,19 Euro erhöht, der Mindestlohn. Der Mindestlohn soll sicherstellen, dass ein Arbeitnehmer von seinem Lohn auch leben kann, egal in welchem Beruf. Jedoch wurde nicht sichergestellt, dass der Mindestlohn nicht zur Höchstbelastung wird, und zwar für kleine Arbeitgeber. Ich meine damit nicht nur die finanzielle Komponente, sondern die Faktoren Zeit und Aufwand. Es liegt offensichtlich in unserer Natur, alles bis ins Detail regeln und überprüfen zu wollen. Was sich aber die GroKo mit der Überwachung der Einhaltung der Mindestlohnverordnung ausgedacht hat, geht zu Lasten sinnvollerer Aufgaben. Insbesondere kleine und mittlere Betriebe sind überfordert. Du kannst den Mindestlohn zahlen, aber dokumentierst du falsch, hast du ein großes Problem. Wer glaubt, dass in einem kleinen Betrieb für diese Art der Dokumentation die Zeit bleibt? Und Herr Dr. Zimmer, ich kann Ihnen sagen, es geht nicht nur darum, die drei Zeilen auszufüllen. Dann haben Sie, sorry, Unkenntnis über die Thematik, was notwendig ist. Sie müssen es kontrollieren, Sie müssen es überprüfen, Sie müssen Rücksprache halten und Sie müssen archivieren. Und das nicht nur bei einem Mitarbeiter, sondern das müssen Sie auch mit 5 oder 10 Mitarbeitern in einem kleinen Unternehmen machen. Und anstattdessen sollten Sie lieber Aufträge reinholen, damit der Arbeitnehmer auch seinen Arbeitsplatz gesichert bekommt. Das ist die Aufgabe eines Unternehmers in dem Sinne. Ich kann Ihnen das sagen, ich bin Unternehmer, Sie waren es noch nicht. Ich bin deshalb ganz entschieden dafür, die Dokumentationspflichten zu liberalisieren, die detailgenaue Erfassungspflicht abzuschaffen und nur das abzufragen, was gemäß dem gesunden Menschenverstand ausreicht, um die Einhaltung der Regeln zu dokumentieren. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass der vorliegende Antrag als richtiger Schritt hin zur Entlastung unserer Betriebe von unnötigem bürokratischem Ballast sinnvoll ist und auch zugestimmt werden sollte. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Ja, und die letzte Rednerin hier in dieser Debatte über den Bürokratieabbau bei der Mindestlohndokumentation, ein Antrag der FDP, kommt jetzt von den Sozialdemokraten, Gabriele Hiller-Ohm. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, fest steht, der Mindestlohn ist eine Erfolgsgeschichte. Ich freue mich deshalb, dass auch ich ganz persönlich mit der SPD den Mindestlohn hier im Bundestag gegen erhebliche Widerstände der CDU/CSU, aber vor allem der FDP hier mit durchsetzen konnte. Millionen Menschen haben von dem Mindestlohn profitiert. Und natürlich muss die Einhaltung des Mindestlohns kontrolliert werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir brauchen klare Spielregeln. Das ist doch überhaupt gar keine Frage. Wir werden die Kontrollen durch die Stärkung des Zolls, der dafür zuständig ist, sogar noch verschärfen, damit kein Arbeitnehmer und keine Arbeitnehmerin in unserem Land auch nur einen Cent weniger bekommt als den Mindestlohn. Das, meine Damen und Herren, ist uns wichtig, denn wir stehen auf der Seite der Beschäftigten. Das kann man von Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, nun wahrlich nicht behaupten. Sie haben schon die Einführung des Mindestlohns 2015 massiv bekämpft, und Sie versuchen es auch heute wieder. Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer doch schnurzpiep egal. Sie vertreten ausschließlich die Interessen einiger Unternehmen. Und das ist besonders schlimm, weil Ihre Forderungen voll zu Lasten der Menschen gehen, die sich und ihre Familien trotz harter Arbeit mit dem Mindestlohn gerade ebenso über Wasser halten können. Das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Wir werden sicherstellen, dass der Mindestlohn eingehalten wird, mit Kontrollen, ohne Wenn und Aber. Wir unterstützen damit auch die Unternehmen, denen ihre Beschäftigten eben nicht egal sind, die vernünftige Löhne zahlen und an einem fairen Wettbewerb interessiert sind. Das sind viele. Denn eines ist klar: fairen Wettbewerb gibt es mit Schwarzarbeit und Lohnmissbrauch nicht. Aber genau das befördern Sie mit Ihrem Antrag. So wollen Sie unter dem Deckmantel des angeblichen Bürokratieabbaus Dokumentationspflichten aufweichen und einige sogar ganz und gar abschaffen. Diese Pflichten zur Erfassung der Arbeitszeiten, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, sind nicht vom Himmel gefallen. Denn Ihnen liegen leider, muss ich sagen, ganz konkrete Erfahrungen zugrunde. Schauen wir nur mal auf die Minijobs. Wir wissen doch, gerade Minijobs verführen Arbeitgeber immer wieder zur Beförderung von Schwarzarbeit. Wenn Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, die Dokumentationspflichten für die Arbeitgeber bei den Minijobs zu bürokratisch und zu belastend sind, dann gibt es eine ganz einfache Lösung Ihres Problems. Setzen Sie sich für die Abschaffung der Minijobs ein. Dann muss überhaupt nichts mehr dokumentiert werden, und wir hätten in Deutschland endlich wieder mehr reguläre und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Ihr, Herr Lindner von der FDP, hat am 1. Mai, am Tag der Arbeit, vor einem Jahr behauptet, ich zitiere, die Beschäftigten waren noch nie so zufrieden wie heute. An dieser Einschätzung wird deutlich, wie weit die FDP vom Alltag der meisten Menschen in diesem Land entfernt ist. Wirklich zufrieden, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, werden die Beschäftigten erst dann sein, wenn das Gleichgewicht zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen wiederhergestellt ist. Was wir dafür brauchen, sind gute Arbeit, starke Arbeitnehmerrechte, faire Löhne, Aufstiegschancen, Verlässlichkeit und eine gerechte Verteilung des Reichtums. Wir lehnen Ihren Antrag ab. Sagt Gabriele Hiller-Ohm von der SPD. Vielen Dank. Das war die letzte Wortmeldung. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf Drucksache 7458 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen.
Ich sehe, dass Sie damit einverstanden sind. Dann ist die Überweisung so beschlossen.